Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim heutigen Part. Ja, schauen wir doch erstmal. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Sorry, dass gestern kein Part kam. Es ging mir zeitlich einfach nicht aus. Sorry auch für den Greenscreen, dass der gerade so rumbackt. Ich habe keine Ahnung, wieso der hier auf einmal so rumbackt. Das tut er normalerweise nicht. Ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Part wieder gerichtet habe. Keine Ahnung, weshalb das hier alles gerade hier so eskaliert. Liegt vielleicht an der Sonne, die gerade reinschaut. Ich weiß es nicht. Ich hoffe aber, dass das auf jeden Fall bis zum nächsten Part regelt. So. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Wir schauen doch einfach mal gleich, wie es unseren Bewohnern so geht. Und was die dann so für Hilfe gebrauchen. Hallo, schön dich zu sehen. Ja, auch ganz meinerseits. Ich möchte etwas Neues zum Ansehen. Jetzt geht es wieder weiter mit dem Shopping raus, ne? Immer Neues zum Ansehen. So, wir geben. Was hat denn der? Ach, dazu ein Karo-Hemd an. Komm, da geben wir ihn eins mal in anderen Farbe. Nehmen es in Grau. Hab ein bisschen den Farblook geändert. Und das gefällt ihm ziemlich gut. Siehst du, wenn man Karam zu einem gewöhnt ist und das einem gefällt, gefällt einem sowas doch dann noch gleich viel mehr. So, mal schauen, ob man hier jetzt einen ab 18. Ah, nee, da kann man ihm was versenken, der vergisst es. Nachdem er mit seiner Einrichtung nicht so zufrieden war, senke ich ihm eine neue Einrichtung. Vielleicht ist er damit dann zufriedener. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? Ja, ist halt ein bisschen rustikal, ne? Und hier mein Gamer, der ist auch mal wieder motiviert, wie immer. Aber genau um. Ich werde pfleglich damit umgehen. Danke, das will ich ja wohl auch hoffen, ne? Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. I mean, that will ich ja wohl auch hoffen. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Das ist... Also mit der Facecam, ich weiß, ich bin gerade zu dunkel, alles, sorry, das regle ich bis zum nächsten Part. Ich bin in dem Part jetzt herum, weshalb auch immer. Aber bis zum nächsten Part, das Haus ist hinbekommen. So, was gibt's, Kröte? Guten Tag. Guten Tag. Ich habe gehört, dass Liro mit mir befreundet sein will. Aha. Nicht, dass du hier mir noch hier meine Ingame, dass du mir noch hier die Kröte wegnimmst, ne, mein Mii. Deshalb bin ich jetzt der Böse, der das hier bloß nicht zulässt. Aber weiß, wie die Konstellation sonst endet. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne. Und die hüpfen hier komisch durch die Gegend, aber okay. Ich lass die einfach mal machen. So. Guten Tag. Ach, du willst aber immer noch die Kiste mit deinem Spray, kann das sein? Sieh dir bitte mal meinen Bauch genauer an. Nee, du willst den Bauch genauer ansehen. Da ist ein Stück Kuchen drin. Mit Teller. Das sieht ja nicht sehr gesund aus. Außergewöhnliches vor sich. Ah, ich würde sagen, dass du ein Teller. Bitte sehr. Ist sehr außergewöhnlich. Aber okay. Ich hinterfrag das lieber nicht weiter. Ist besser so. So. Klappern wir auch noch Sprung. Ja, dann haben wir soweit mal alle abgeklappert. Was geht denn hier ab? Ah, du hast geschlafen, oder wie? Upsalala. Guten Tag. Du hast da was hier an dir. Hab ich was im Gesicht? Du hast eine Krabbe am Ärmel. Mach das Ding weg. So, wo auch immer die herkommt, die Krabbe, jetzt ist sie weg. Vielen Dank. Yay, und das bringt ja auch nur ein Level. Dann kaufen wir uns erstmal immer eine Einrichtung. Sind die alle nur so mäh?
mal gehen. Geben wir dir mal hellgrün, das passt nicht zu deinem. Ich dachte, das ist ein grünen Pulli an, aber okay. Ja, so, ja, die sieht doch eigentlich ganz nett aus hier, ne? So. Das ist deine. Oh, siehst du blöd, das ist vor mir. Also, das ist deine Einrichtung hier mit deinem Comic. Comics, oder was das sind? Das finde ich ganz nice. Dass man das hier so ein. In-game. Die ja so stehen hat, so Zeugs. Das ist an sich ganz cool. So, was gibt's denn noch? Was würdest du tun, wenn du morgen alles machen könntest, was du willst? Schlafen, Videospiel. Morgen ist Sonntag. Nee, ich glaube fast ehrlich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich tue jeden Tag schlafen, Videospiele spielen. Okay, es hoppen vielleicht nicht. Aber ich glaube, Videospielen. Da würde ich mich glatt anschließen. Ganz ehrlich. Sauer Marialistisch hier, ne? So, also das triggert mich erst mit der Facecam. Sorry, aber ich kann da gerade nichts. Ich kann da gerade, glaube ich, nichts ändern. Ich kann es nur probieren. So, wartet mal geschwind. So, jetzt hat es doch gleich viel besser. So, soweit so gut. Wir sind schon mal hier weitergekommen. Und haben jetzt uns um alle Probleme gekümmert, die ihr hattet. Was haben wir denn gerade für schöne Ereignisse? Abendmarkt. Dann schauen wir doch mal beim Abendmarkt vorbei. Versuch doch mal dein Glück. Definitiv keine Restbestände aus dem Lager. Das heißt, hier kann man. Komm schnell, oder sie sind alle weg. Irgendwas kaufen. Ist immer interessant. Schauen wir uns das nochmal an. Eine Wundertüte. Komm, da kaufen wir jetzt einfach mal eine Wundertüte. Das erste Item ist. Lol, eine Küchenanrichtung. Ja, geil. Tintenfisch. Auch nice. Okay, Fleskorb. Das ist doch ganz cool. Das machen wir gleich nochmal später. Hier den Abendmarkt. Aus der ersten Mal aus dem Aussichtsturm, denn das scheint jemand zu sein. Ja, das läuft ein Mi. Mich wundert, dass die immer auf den Aussichtsturm gehen, um zu schlafen, die Mies. Das finde ich halt richtig, richtig ungewöhnlich, weil das würde ich halt nie machen. Weil ich gehe auf den Aussichtsturm, um die Aussicht zu genießen. Aber okay. Ich hinterfrage das lieber nicht weiter. So. Ja, weißt was? Wir holen uns dazu nochmal was. Ist das ganz genau die Moment Sekunde vorbeigegangen, oder wie? 17 bis 21 Uhr. Müsste ich uns eigentlich so, oder ging das jetzt nur einmal oder wie? Ich glaube, das geht täglich nur einmal oder so. Egal. Dann schauen wir es bei den Nachrichten von heute an und schauen, was da so abgeht. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Gestern Mittag kam es zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Uiuiui. Beim Verstecken spielen wählte Spongy GC einen Kaffeebecher als Versteck. Er stellte fest, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Becher herauskam. Das lag an dem Eiskaffee, der sich in dem Becher befand. Spongy GC entging nur knapp dem Erfrieren. Mein Spongy. Konnte er gerettet werden, nachdem Michelle ihn entdeckt hatte. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Da hab ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Krötika und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Na dann. Also die, ich finde die Nachrichten, die sind immer so richtig random. So richtig random, komisches Zeug, das da kommt.
von dem keiner eigentlich so genau weiß, was der Sache ist. Kann man besser ver... Okay, ich glaube, das ist auch der Witz dahinter. Das hat doch durchaus immer was Witziges. So, besuchen wir noch den Geldturm. Den Geldturm. Ganz genau, David. Ein Geldturm. Jetzt ist immer Sache ist. Ein Geldbrunnen. Wo jeder mal sein Klimper-Klimper-Geld reinwerfen kann. Und währenddessen nochmal, wie gesagt, wie immer der Appell, wenn ihr an mir habt und gerne wollt, dass es mitspielt, einfach mit dem QR-Code schicken. Ach, das für die Switch wollt ihr noch herausfinden, ne? Das zeige ich euch die Tage mal, wie das geht. Dann mache ich ein extra Video, wo ich das erkläre. Schau es, dass das morgen mal am Wochenende produziere und dann euch das dann Montag oder so veröffentlicht. Dann wisst ihr da Bescheid, was Sache ist. 77, wunderbar. Kommt mir doch immer hier was zustande. Also seht ihr mal. So, die Mies haben aber wieder Probleme. Dann beschäftigen wir uns noch damit. Gehen wir zuerst einen Ernstfall los, nämlich das ist die Wollen und danach wird gespielt. Zuerst die Arbeit, dann das Bar. So gehört's das, ne? Guten Tag. Guten Tag, du hast Hunger, lass uns raten, oder was ist los? Ich hab Grimassen schneiden gelernt. Nee. Willst du mal eine sehen? Jo, sag her. Na, was meinst du? Alter, das ist ja hier, das ist ja ganz toll hier. Freut mich. Ganz toll. So, dir geben wir jetzt auch zuerst mal eine Einrichtung, damit du alles schöne hast. Dir geben wir Kacheln. Das läuft so nicht mehr hier auf dem Weg so rum. Willst du dir mein neues Zimmer auch mal selbst ansehen? Sehen wir uns hier auch mal ein bisschen um. Ja, ist doch ganz nice. Ich werde pfleglich damit umgehen. Das ist gut, der Top ist auch, ne? Weil alles andere wäre ja nicht so schön, wenn man damit nicht pfleglich umgeht, ne? So, gehen wir mal zu Cookie. Weil der will auch noch was anderes. Und grüner ist ja immer spielen. Bronze ist ja immer so. Guten Tag. Guten Tag. Ich wäre so gern mit Liron befreundet. Geh mal befreundet, ja natürlich. Das ist ja hier. Stell dich vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Einfach ganz freundschaftlich hier. Höflich. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort wie, los. Wie ich es neulich mal gesagt habe, Höflichkeit ist immer der Schlüssel zu allen. Wenn man mal in einer Beziehung ist oder so, klar, Zuverlässigkeit ist auch sehr wichtig. Aber zuerst ist man erstmal höflich sein, weil wenn jemand unhöflich ist, dann interessiert man sich für den, der aus Prinzip ist, ne? Deshalb ist immer zuerst wichtig, dass man höflich ist, vereinfacht gesagt jetzt, aber ist ja so. Ja? Es ist gut gelaufen, wunderbar. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Siehste, funktioniert doch. Und der hat doch eher das Level. Auch mit mehr Objekte. Geben wir jemand 3DS, dann hat er ein bisschen Spaß. Und kann zocken. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Hustensaft, yay. I mean, why not, ne? So. Gehen wir noch was von mir hier, nämlich spielen, glaube ich, oder wie? Komm, spiel mit mir. Jo, natürlich. Ja, spielen wir. Immer doch gern. Klopfringkampf. Lass deine Figuren am spannenden Ringkampf antreten, okay? Wie geht das jetzt? Komm schon. Fester. Ich will gefüllten Touchscreen gleich hier kaputt hauen. Und habe letztens auch gewonnen. Das ist interessant. Ich so auf den Touchscreen drauf gehauen. So gut wie es irgendwie ging. Such dir einen aus. Wir nehmen jetzt mal das große. Yay, Flashcore.
Es ist so ein wichtiges Item, ne? Der Fall ist mir klar. So, jetzt sind alle derzeit irgendwie zufrieden. Und auch sonst geht hier eigentlich nichts so krasses ab, ne? Es gibt keine Ereignisse. Doch. Wortkette mit Essen. Wortkette mit Essen. Und los. Pisch. Espresso. Omelette. Tacos. Das ist interessant. Spaghetti. Instant-Nudeln. Instant-Nudeln, was ist das denn? Nudeln mit Pesto. Ofenkartoffel. Lollipop. Voll kapier ich dieses Spiel nicht. Pilz. Zuckerwatte. Erdbeere. Erdbeerkuchen. Ah. Erdbeerkuchen wäre Wortkette, ne? Ich geb auf. Und da hat hier Cookie gewonnen. Interessant. Gibt sie das nochmal oder wie? Oder was ist jetzt hier? Ah, jetzt treten zwei andere an. Wortkette mit Essen. Das haut aber bei denen hier auch nochmal hier los. Sophie gegen Leon. Was haben wir hier gewinnt? Nudeln mit Pesto. Oliven. Nudeln mit Pesto. Das hatten wir schon. Ah, also das ging schnell. Ja, Sophie, das geht besser, ne? Auch wenn ich die Regeln davon nicht verstanden habe. Ah, okay. Ja, ne, da hatten wir nochmal die lustigen Wortketten, so nochmal ins Haus, da will... Oh, da weiß ja Leute noch was. Heute ist ja erstmal wieder ein Part, wo viel los ist. Finde ich aber auch gut so. Ist ja nicht in jedem Part so, dass da nichts los ist, ne? Heute geht mal mehr die Post ab. Guten Tag. Guten Tag, Spongy. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Neues zum Anziehen, aber natürlich. Auch dir geben wir ein schönes graues Hemd. Wollen wir es gerade da haben? Mal sehen, ob es dir gefällt. Es gefällt ihm ziemlich gut. Super. Haben wir doch so mal alles richtig gemacht soweit. So, es ist schön, dass das Hemd dir gefällt. So, ist aber nicht so das Hemd, sondern... Gibt es noch andere Leute, die auch was wollen, zum Beispiel Sophie. Die gerade noch geschlafen hat, hier in ihrem Kinderzimmer. Guten Tag. Also die hellste über und der beste nicht, ne? Oh! Okay, dieser Wortwitz. Aber hat doch nicht geleuchtet, ne? Etwas Neues zum Anziehen. Was Neues zum Anziehen, okay. So, da musst du noch was kaufen gehen, weil da haben wir nichts mehr hier. Wir kaufen die jetzt ein Snorkelhemd. Also das ist immer so, keine Ahnung, ich kaufe irgendwas, dann sehen wir, ob es mir gefällt oder nicht, aber es eigentlich jetzt hier nicht gefallen, habe ich irgendwie so das Gefühl, als dann wie. Aber wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, wie das aussehen sehen wird. Na, geht doch. Geht doch, und das gefällt ja auch ziemlich gut. Ich habe ein Gespür der Farbe, so gesagt, ne? Eieieiei. Eine Bratpfanne, damit kann es Leuten zu jetzt über den Kopf wissen. So, gut, will auch noch was hier, dann haben wir endlich alle abgeklappert hier. Guten Tag. Guten Tag, was gibt's?
wäre jetzt echt lecker. Ein Softeis. Willkommen. Es gibt halt kein Softeis. Gibt's nicht. Wie, bin ich aber nur blind oder es gibt keins, dann kann es leider auch keins geben. Sorry. Ein Softeis wäre jetzt echt lecker. Gibt gar keins. Nee, gibt's nicht. I'm sorry. Da musst du wohl ohne auskommen. Aber ich glaube, das konnte ich dir überleben. So. Ja, liebe Leute, das war's dann auch mit dem Part von Let's Play Tomodachi Life. Ab morgen wieder, versprochen, täglich 18 Uhr. Es ist immer so schwer an manchen Tagen, weil das Projekt nimmt es ja wirklich am selben Tag oder spätestens am Tag davor auf. Weil dieses Projekt kann man nicht massen aufnehmen, weil es ja täglich andere Events gibt. Deshalb, wenn ich es einfach nicht schaffe, das darauf ausnehmen, kommt es erst später oder fällt mir ein Tag komplett aus, so wie gestern. Aber es haut erst wieder, dass ich das jetzt wirklich routiniert bringe. Weil ich ja wirklich nur das einzigste Projekt, die anderen Spiele wie Assassin's Crafted World oder so, nehmen wir das schon davor auf und dann habe ich so genügend Folgen für die Woche. Das ist auch praktischer. So, ich bedanke mich jetzt aber jetzt fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.